Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen im schönen Wien. Heute vielleicht etwas weniger schön. Ein regnerischer Tag begrüßt uns am Flughafen in Schwechat und in genau 2 Stunden geht unser Flug in den Libanon, wo wir insgesamt 7 Tage verbringen werden, dabei 5 Städte besuchen, deren Köstlichkeiten und Spezialitäten probieren werden, das Land und die Menschen kennenlernen werden. Und dafür fliegen wir mit der Economy Class von Turkish Airlines. Wir haben insgesamt 2 Flüge, einen Zwischenstopp in Istanbul, wo wir uns den Flughafen ein bisschen anschauen werden. Hoş geldiniz. Dabei auf den Flügen speziell das Essen unter die Lupe nehmen werden, welches Turkish Airlines zu bieten hat. Einfach die allgemeine Experience. Wie ist es, mit Turkish Airlines Economy zu fliegen? In den Libanon. Viel Spaß dabei. Geht schon wieder nach Istanbul, ne? Türkei? Das ist schon das 3. Mal dieses Jahr. Bei dir öfter sogar. Ja, ich war 3-mal. Ich war auch 3-mal, weil ich war in Bodrum, ja. Türkei, willkommen. Diese Stadt lässt uns auf jeden Fall nicht los. Irgendwie führen immer wieder alle Wege nach Istanbul. Das ist so ein Sprichwort, oder? Nein, ich glaube nicht. Wie ist das Sprichwort? Alle Wege führen nach Rom ist das Sprichwort. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ah, okay. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, dass ich immer relativ glücklich war eigentlich mit dem Essen bei Turkish Airlines. So, das war eigentlich immer sehr zufriedenstellend. Ja. Dementsprechend erwarte ich mir heute auch nichts anderes. Wir stehen in der Schlange. Es geht relativ zügig voran. Dann checken wir ein. Und dann geht's auch schon in den Flieger. Ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren einfach reinschreiben, entweder Hashtag Lukas oder Hashtag Randy, welcher Koffer schwerer ist. Ich gebe euch einen Tipp, es wird Lukas seiner sein. Also ich sag der hier, okay. 19 Kilo. Was hast du dabei? 2 Socken? Na, Unterhose habe ich gar nicht dabei. Ich habe versucht unter 23 zu kommen. Der ist über 23. Ja. Der ist safe über 23. Das, mein Lieber, war eigentlich für Weihnachten gedacht, aber da wir ja offensichtlich einen kleinen Notfall haben. Das Performance Package 4.0 von Manscaped mit dem Superstar. Der sogenannte Lawnmower, ebenfalls 4.0 von Manscaped. Und was kann der? Das, mein Lieber, ist deine zukünftige Lebensversicherung für deine Bitterballe. Wasserdicht. Kabellos. Und vor allem ganz wichtig, mit fortschrittlicher Skin-Safe Technology. Sozusagen das ABS für deine Bitterballe. Und vor allem mit LED-Licht, damit ihr auch im düsteren Gestrüpp gute Sichtverhältnisse habt. Dann habt ihr noch zusätzliche Aufsätze für die besonders empfindlichen Stellen. Und das Ganze könnt ihr auf jeden Fall in der eleganten Ladestation laden, meine Freunde. Und des Weiteren enthält das Performance Package 4.0 auch einen Nasen- und Ohrenhaartrimmer, einen Bitterballen-Toner, aka Crop Reviver, und ein Bitterballen-Deo. Und auf das Ganze erhaltet ihr 20% Rabatt mit meinem Code Lukas. Plus gratis Versand, plus zum einen dieser Kulturbeutel, zum anderen die extra reibungsfreie Manscaped Unterhose. Hier, für dich, mein Lieber. Ey, Bro, dieser Rasierer, der ist, der... Für was? Schau mal, wie schwer Lukas' Koffer ist. Er hat gesagt, unter 23, 1,5 Kilo aus dem Spielraum. Du bist genau 1 drüber. Genau 0,1. Ich habe diesmal wirklich sparsam gefahren. Sogar mit dem 1,5 Spielraum. Glückseite und wollen dich nicht um 13 Uhr. Danke, ciao, schönen Tag. Was willst du denn bei dir? D27, meine Glückszahl. Das kann nur eine gute Reise werden, mein Freund. D27 ist deine Glückszahl. Wer hat einen Buchstaben und eine Zahl als 27. Glückszahl? Und D, weißt du, was steht. Meine Damen und Herren, wir haben unsere Karten, beziehungsweise Boardingpässe. Unsere Koffer sind eingecheckt. Alles safe. Wir sind im Flughafen. Wird heavy auf jeden Fall. Naja, wir haben hier verspätet. Ja, ja, aber geht es so ganz hinter so? Pfingste. Mich zu Beirut? Beirut, ja. Woher weißt du? Hallo, Fan. Ah, hallo. Schön. Na, weil ich hab mir gedacht, ich bin gleich da und ich hab dich da gesehen gleich. Perfekt. Danke dir, ja. Danke. Was fragst du aus? Wie heißt du? Jesse. Danke, Bro. Kann ich dann später noch ein Foto? Klar. Dixer Kuss geht raus, danke dir. Bitte schön. Was? Alle zusammen, oder? Ja, mach mal alles zusammen.
Schönen Flug, ja, schönen Flug, viel Spaß. Ja. Passt, ciao, ciao. Wir stoßen an auf eine Reise, dass wir gesund und heile wieder nach Hause kommen. Mit super Videos für die Community. Auf die Community. Cheers. Alter, das ist ja krank. How are you? Kurz also vergessen, dass wir am Flughafen sind eigentlich. Was ist der Unterschied? Übel. Die ist 3 Jahre und wir sind 27 oder 28. Kolaigeisen. Kolaigeisen, Abi. Was denkst du, was wir kriegen heute? Ich weiß nicht mehr genau, was sie hatten, aber sie haben ja schon immer mal wieder was anderes. Und bis jetzt habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Es war echt immer okay. Mhm. Lukas. 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 Nice to meet you guys. Hello. Welcome. Thank you. Gar nicht so schlecht, die Business Class eigentlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, Leute, ob wir auch mal die Business Class testen sollen. Aber ich würde sagen, wenn, dann Langstrecke. Mal schauen, ob sich bald eine Gelegenheit ergibt. 6 Jahre. Was sagst du, hä? Sei mal ehrlich, was habe ich uns wieder für Plätze geholt, hä? Du kannst dein Bein einfach fast ausstrecken. Sehr perfekt, bequem. Den Punkt muss man auch Turkish Airlines geben, weil es gibt extra Legroom Space Plätze und es gibt extra Legroom Space Plätze. Und dieser extra Legroom Space Platz hat wirklich Platz. Ein extra Legroom Platz. Extra Legroom Space Platz, richtig? Um das auch noch mal kurz klarzustellen, wir haben fast 1 Stunde Verspätung und wir haben in Istanbul zum Weiterflug nach Beirut nur 1,5 Stunden Aufenthalt eigentlich. Das heißt, es bleibt weiterhin spannend, ob wir heute überhaupt noch in Beirut ankommen werden oder nicht. Und eine Sache kann ich euch auch schon mal gleich sagen, dass Turkish Airlines, weil das weiß ich, auf jeden Fall immer ein sehr starkes Entertainment-Programm zu bieten hat. Sowohl neueste Kinofilme als auch alte Klassiker. Inklusive Django Unchained. Dass man sowohl als Touchscreen, aber auch mit Fernbedienung bedienen kann. Und hier haben wir sogar einfach eine Handyhalterung. Okay, Scherz beiseite. Man kann sein Täschchen, man kann sein Jäckchen. Man kann auch sein Mützchen aufhängen. Mütze glatze. Kennst du das? Die Anschlüsse jedoch beschränken sich einmal auf 2 Eingänge für den Kopfhörer bzw. Ausgänge und ein USB 2-Port, das ist, glaube ich, oder? Aber das sind Eingänge auf jeden Fall. Wird Zeit. Was auch immer, ist doch egal. Auf jeden Fall wird Zeit für USB-C, liebe Turkish Airlines. Seht ihr? Da können wir den Winkel ablesen, wie schräg wir sind. Wie schräg sind wir jetzt, Alter? 18 Grad. Könnt hinkommen. Chicken or pasta? I take pasta, he takes chicken. Okay. Warum entscheide ich aber für dich? Warum nehme ich aber Chicken? Ich liebe sowas. So Sachen. So eine Armlehne reinbaust und sowas. Chicken or pasta? Chicken? Do you want a chicken? Oh, LPF ist. Das reicht, geht so. Ist okay. Okay. Pepsi Max, Leute. Sehr, sehr underrated. Da sind wir uns jetzt einig, okay? Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt, aber ich bin mir schon sicher, es wird echt was Gutes sein jetzt. Das ist doch absolut der Luxus, den du für so einen kleinen, kurzen Flug brauchst. Mehr brauchst du nicht. Reicht. Beine frei, Bildschirm vor dir. Kriegst ein bisschen was zu essen und kannst dir Getränke wählen, wie du willst. Legroom Space jetzt sehr teuer.
extra? Ich glaube, 40 Euro mehr haben wir bezahlt. Lohnt sich. Das war echt okay. Ich glaube sogar, dass das Turkish Airlines Essen, gegen ihn hat mir das gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber jetzt lese ich hier auch Do&Co, von Do&Co zubereitet wird. Diejenigen, die uns das wissen unter euch, die können uns auf jeden Fall auch gerne in den Kommentaren aushelfen. Alter, gebt euch mal diese diesen schönen Ausblick. Berge und Landschaft. Wir haben auf jeden Fall noch ein warmes Brötchen. Frisch aufgewärmt. Also wie ihr mitbekommen habt, es gibt zwei verschiedene Menüoptionen. Einmal vegetarisch Pasta und einmal Chicken. Die Pasta sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schön käsig, schön tomatig. Auch noch mit einer Scheibe Tomate getoppt und insgesamt sehr lecker aus. Dann haben wir sowas Joghurtartiges an der Seite, ich weiß nicht genau was das ist. Und noch ein Dessert, das ich noch geschlossen lasse, welches aussieht wie so eine Art Mousse-Schokolade. Plus ein Becher Wasser, Butter und das allerbeste Besteck aus Metall. Naja, auch wenn das auf jeden Fall sehr 2D ist, isst sich's doch besser so als mit Plastik. Dann haben wir hier Salz und Pfeffer, Biber, Tutz. Mal schauen, was hier noch so rauskommt aus dieser Überraschungstüte. Einmal auf jeden Fall Putztücher. Ich bin so ein Typ, ich wasche mit meinen Händen immer ganz gern vor dem Essen. Ich glaube, ist auch eigentlich so gedacht. Und was ich auch gleich sagen muss, wo man ja immer so ein bisschen Bange hat, was ist, wenn ich jetzt ein Flugzeug filme, darf man nicht fliegen. Filmen meine ich. Die sagen einfach nichts. Die machen mit, die sind freundlich. Kuss geht raus auf jeden Fall auch an das Personal von Turkish Airlines an der Stelle. Die Dosen haben hier auf jeden Fall so einen Schutz, so eine Schutz-Alufolie, damit da oben auch auf jeden Fall zumindest kein sichtbarer Dreck ist. F ist das türkische Bier, oder? Ja. Kuss geht raus an die Türkei an der Stelle. Lasset das Fest mal beginnen. Einfach zu einem Block zusammengeklebt. Das ist schon fast wie Mac and Cheese eigentlich. Wir haben Mini-Macaroni, Käse und ich glaube Tomatensauce. Wow. Ehrlich gesagt, das ist jetzt natürlich nichts Überwältigendes, so. Aber es ist einfach lecker. Natürlich kulinarisch professionell betrachtet ist das lange keine 10 von 10. Aber du sitzt hier und es schmeckt einfach. Der Käse ist so fast schon frischkäseartig, cremig, leicht, aber trotzdem salzig genug, um der Speise und den Nudeln Kraft zu geben. Wir haben die Mini-Macaroni, die ja jeder von uns kennt, so Standard, aber effektiv und abgerundet durch diese ja, ölige, aber eine, auf eine positive Art und Weise ölige Tomatensauce, so fettig ölig und runtergespült mit einem Schluck türkischem Bier. Würde ich fett. Bin ich ehrlich, schmeckt super lecker. Dein Semmel ist aber besonders braun. Deine Semmel. Deine Semmel. Ja. Dein Brötchen. Randys Menü ist vom Aufbau eigentlich exakt dasselbe, bis auf die Hauptspeise, welche anstatt Pasta eben Chicken mit Kartoffelpüree und so eine Art, nicht Grillgemüse, aber so Pfannengemüse an der Seite. Weil hier, das ist gar keine Gurke, oder? Das ist Dings. Wie heißt das nochmal? Zucchini. Das Fleisch ist wild. Das ist übel lecker. Das ist besser als deins. Never. Doch. Das hier, sehr, sehr nice gewürzt. Das Püree ist auch, das ist zwar so eine Instant-Püree, du merkst nicht wirklich, also da sind keine echten Kartoffeln drin, aber das ist so Kindheit. Sei ehrlich. Das ist gut. Das ist gut. Das ist jetzt meiner Meinung nach schon ein bisschen drüber, über Flugzeugessen, vom Geschmack einfach. Über Standard-Economy-Flugzeugessen. Genau. Das hier wäre für mich das Economy-Essen, was ich erwarte. Aber was ist eigentlich dieser weiße Joghurt hier? Ah, ich glaube, das ist so eine Art Gurkensalat. Joghurt, Beilage. Tzatziki-Style. Ja, ja, ja. Das ganz normaler Gurkensalat. Auch nicht schlecht. Was ich ein bisschen schade finde, dass so nichts klassisch türkisches angeboten wird. Sowas wie zum Beispiel Köfte oder ich glaube, ich habe mal Köfte gegessen bei Turkish Airlines. Was in diese Richtung oder ja. Ich glaube aber,
Kräfte und diese Gerichte gibt es, wenn du aus der Türkei rausfliegst und nicht reinfliegst. Das kann sein, ja. Was ich auf jeden Fall vergessen habe zu erwähnen, wir befinden uns in einem Airbus A321. Wie ihr sehen könnt, wir haben jeweils 2 Dreierreihen bis ganz nach hinten und insgesamt 20 Plätze in der Business Class, jeweils 2 Reihen links und rechts. Und so lobe ich mir das Fliegen. Beine sind entspannt, unser guter Kollege hier, auch entspannter Partner. Man kann auch neben Leuten sitzen wie uns, das macht keinen Spaß. Die ganze Zeit mit der Kamera rumfunkeln. Was gibst du aber? 1 bis 10? Unter Anbieter, also mit Einberechnung. Also mit Einberechnung, dass es im Flugzeug ist? Eine 7,7. 7,5. 7,5. Ich gebe eine 7,9. Und zu guter Letzt das Dessert. Chuklei Pudding. Mit, ich glaube, das ist kein Krokant, sondern einfach nur Walnuss-Splitter. Einem Häubchen Sahne auf diesen wundervollen Mousseau-Schokolade. Ich glaube, es ist Mousseau-Schokolade, kein Pudding, aber wir finden es jetzt gemeinsam raus. Das ist sehr, sehr lecker. Das ist auf jeden Fall mehr Mousse. Mich kitzelt ein Barthaar in meiner Nase. Nasen- und Ohrenhaartrimmer von Manscaped. Das ist auf jeden Fall mehr Mousse als... Auf jeden Fall mehr Mousse als Pudding, oder? Absolut. Very delicious. Der Flieger, in den wir eigentlich steigen müssen, der fliegt in 10 Minuten los. Es wird jetzt sehr spannend, ob wir den noch bekommen wollen. Falls ihr sowas mitbekommen wollt, folgt Lukas Galgenmüller auf Instagram. Und Randy. Und genau sie. Welches? Lies mal da. FF, lauf vor. Da ist sogar Shake Shake. Check ich nicht, Alter. Oh, ich geh alte Mist. Und das zweite Mal, dass du Leute so kennst. Kein Bock mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Meine Damen und Herren, es bleibt doch spannend. Wir sind einfach genau ans andere Ende. Du hast auch gesehen, F, oder? Ja, ja, F ist da. Sorry. Wem einfach das geht, ist am weitesten entfernt ist. Könnte nicht weiter sein. Wir laufen schon ungelogen 6 Minuten. Es ist auch weg von der Tafel. War das 16, gell? Ja, Leute. Das letzte Mal gerannt, so bin ich in der F-Jugend, Alter. Hiermit beenden wir das Video. Kurs geht raus an Turkish Airlines, Kurs geht raus an euch. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas auch als Business Class Version sehen wollt. Auch andere Fluglinien, die euch interessieren. Oder Dinge, die wir testen sollen, Fortbewegungsmittel, was auch immer. Und ob wir es nach Beirut schaffen oder nicht, heute noch oder morgen, erfahrt ihr, wenn ihr abonniert. Und die erste Folge in Beirut dann dementsprechend bekommt. Die entweder von hier kommt, aus dem Flughafen oder tatsächlich in der Stadt. Macht's gut, peace. Adana. Emre. Amra. Wir suchen jetzt mal zu kurz zur Abwechslung mal wieder was Normales zur Kamera zu sagen, ja? Let's go. Meine Damen und Herren, wir befinden uns im Tunnel. Lovely me in ya, yeah? Lovely me in ya, yeah? Lovely me in here, yeah? Okay, Scherz beiseite. Oh, nochmal.
Der Start ist beendet, wir sind in der Luft und der Start ist beendet. Das klingt eben komisch. Wie geht's? Kick da noch. Alles klar, passt. Das ist der Motorola Razr. Aber man kann echt mit dem Laptop telefonieren, glaube ich. Ja, aber nur wenn du so mit dem Handy verbunden hast. Ja, habe ich eh. Das nervt aber so.